Die Fugger waren unvorstellbar reich und gleichzeitig tief katholisch. Gerade Jakob Fugger, der Begründer des sagenhaften Aufstiegs der Familie, hat mit der Fuggerei seinen Beitrag zur Linderung der Armut in der Bevölkerung geleistet und in der Gründungsurkunde der Fuggereistiftung Bedingungen festgelegt, die bis heute gelten. Da steht eben drin, es muss ein bedürftiger Augsburger oder eine bedürftige Augsburgerin sein. Anfänglich waren das auch ganze Familien, heute auch wieder. Dass als Gegenleistung das Äquivalent eines Wochenlohns zu erbringen ist und dass 3 Gebete täglich zu beten sind. Obwohl also die Regeln der Stiftung in den vergangenen 500 Jahren unverändert geblieben sind, die Fuggerei entwickelt sich weiter. Und wie das aussieht, erzählt das neue Museum, das jetzt mit vielen prominenten Gästen eröffnet worden ist. Von der Stiftungsurkunde bis hin zur Wohnungsausstattung wird hier der Bogen gespannt. Den ersten Besuchern hat das gefallen. Fantastisch. Also das bin wirklich sehr überrascht, sehr eindrucksvoll und auch begreifbar. Das ist ja auch, finde ich, in Museen oft wichtig, dass man weiß, um was es geht. Wohnen damals, das zeigt das Museum. Wohnen heute, das zeigt uns Josefine Habermeyer, die seit über 20 Jahren in der Fuggerei lebt. Es ist ihr kleines Paradies, eine Oase der Ruhe mitten in der Stadt. Die Auflagen des Stifters nimmt die gläubige Katholikin ernst. Ich bin das schon vom Elternhaus her gewöhnt, also in die Kirche zu gehen, meine Gebete zu verrichten. Da war die Mutter schon dahinter und das mache ich heute noch. Also ich gehe, muss sagen, fast immer, höchstens ich bin krank, in die Kirche, wenn wir eine Messe haben, ich bin immer vorne. Und das gibt mir viel. Ich bin ruhig, wenn ich aus der Kirche rauskomme, es gibt mir Kraft. Die Kirche St. Markus steht gleich am Eingang der Fuggerei. Sie wurde lange von Domkapitular Andreas Mack betreut. Als ehemaliger Fuggereigeistlicher kann er auf eine lange Reihe prominenter Vorgänger zurückblicken und weiß auch, wie bedeutend die Kirche für die religiöse Stadtgeschichte Augsburgs war. Die Fuggereikirche gehört zur Reformationsgeschichte der Stadt Augsburg. Die Jakober Vorstadt wurde sehr früh evangelisch. Die Reformatoren aus der Schweiz gewannen hier ihre Gläubigen und so waren wir auf einmal eine katholische Insel in einem rein evangelischen Gebiet. Der erste Fuggereipfarrer, der heilige Petrus Canisius, hatte dann die Idee für dieses Gotteshaus, in dem wir gerade stehen. Man hatte es nach seinem Weggang aus Augsburg gebaut und 1582 die Kirche hier geweiht. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche völlig zerstört, danach mit Renaissance-Ausstattung wieder aufgebaut. Hier schlägt das katholische Herz der Fuggerei, dieser Stadt in der Stadt, die seit 500 Jahren Menschen in Not eine liebevolle Heimat gibt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Stiftung selbst ist für die Ewigkeit angelegt.